Ich drehe mich jetzt nicht um, weil man sieht eigentlich fast alles. Hallo ihr Lieben, wir begrüßen euch ganz, ganz herzlich zu einem neuen Vlog. Wir fahren heute ins Center, beziehungsweise wir fahren jetzt ins Center und später auf den Geburtstag von meiner Schwägerin. Wir fahren vorher noch mal ins Center, weil ich noch keine Karte habe. Ich möchte gerne noch eine Karte kaufen. Ich finde so Geburtstagskarten immer total schön. Dann muss ich noch ein Paket zur Post bringen und ich möchte gerne entweder eine kurze Hose oder ein Kleid mir noch kaufen, weil es jetzt die Tage sehr, sehr warm wird. Beziehungsweise es ist jetzt schon sehr warm, die nächsten Tage wird es genauso warm, beziehungsweise noch wärmer. Und ja, ich hätte sie. Und ja, ich habe jetzt eine lange Hose an, weil meine zwei Kleider in der Wäsche sind, die ich jetzt eigentlich so trage. Deswegen will ich jetzt, nee, ich hätte sie nicht in den Mund. Deswegen gucken wir mal. Ich nehme euch mit beim Shoppen auf der Suche nach Schatzi. Finger weg. Und das machen wir heute. Ich nehme euch mit. Versuche diesmal auch ein bisschen mehr während des Shoppen zu filmen. So, Mausi, welche Schuhe möchtest du anziehen? Die Crocs? Wo ist der andere? Der zweite? Ja. Super, dann ziehen wir die mal schnell an, ne? Komm. Ja. Dann gehen wir mal los. Jessica? Schatzi, wir brauchen nicht wieder hochgehen. Nochmal schnell hoch, weil ich das Paket vergessen habe, was zum Post muss. Immer vergesse ich was. Auf der Suche nach einer schönen Karte. Die gefällt mir schon mal sehr gut. Die sind alle so wunderschön. Das hier ist extrem schön. Ich mag Depot so gerne. Die haben so schöne Sachen, aber ich finde das leider teilweise echt so unverschämt teuer. Aber das ist alles, alles so cool. Und, und hier die Hochzeits-Section. Die will ich immer so. Ich meine, ich würde Stoffservietten nehmen, aber die sind voll schön. So viel süßer Kram. Gästebuch. Total schön. Aber wenn ich das hier alles so sehe, ey, dann werde ich noch hibbeliger. Ich meine, ich bin eh schon voll hibbelig. Auch das ist super schön. So ein Foto. Fotobuch. Mega schön. Ja, ich bin eh schon aufgeregt, weil wir ja jetzt auch so die ganzen Locations gucken und dann noch die ganze Dick. Ich freue mich einfach so sehr. Und dann nach so Sachen zu gucken, ist mir richtig cool. Die Mausi schläft immer noch, was sehr, sehr gut ist. Und es ist übrigens die Karte hier geworden. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir mal zu. Ich habe eben gesehen, beim Mango gibt es richtig dicken Sale und ganz viele Kleider. Deswegen gehen wir da hin und schauen, ob ich da ein Kleid finde. So, ich habe mich jetzt hier durchgewuselt und habe einige schöne Teile gefunden, die ich jetzt anprobieren werde. Und zwar einmal so ein schwarzes Latzkleid, dieses Kleid, das und das hier und eine Shorts. Da bin ich mir noch nicht sicher. Ich probiere jetzt alles mal an und dann schauen wir mal. Okay, die gefällt mir schon mal nicht. Und das habe ich gerade schon versucht anzuprobieren. Hey, das ist viel zu klein, das ist XS, das habe ich gar nicht gesehen. Da komme ich gar nicht rein. Ja, das gefällt mir nicht, also die Kleider. Okay, also mit den Zöpfen sehe ich erstmal aus wie so ein Bauernmädel, würde ich sagen. Und mal abgesehen davon, dass das einfach viel zu groß ist, obwohl das M ist. Und eigentlich trage ich immer M. Ja, aber das sieht nicht aus.
Das hier gefällt mir eigentlich ganz gut, gerade auch, weil das hier meine Problemzöhnchen gut verdeckt. Aber es ist leider sehr durchsichtig. Ich drehe mich jetzt nicht um, weil man sieht eigentlich fast alles. Schade. Letzte Hoffnung. Gib was her. Das finde ich eigentlich ganz schön. Aber, ja, das ist hier so, sitzt nicht so richtig und hat dadurch einen sehr fetten Ausschnitt. Ja, und bei den Ärmeln, bei der Länge bin ich mir nicht so ganz sicher. An sich finde ich es cool. Aber ich glaube, das stört mich zu sehr. Okay, nächster Laden. Du hast dir gerade ein Bild davon geschickt und er hat genau das gesagt, was ich auch gedacht habe, dass ich damit aussehe wie Pocahontas mit dem Kleid und den Zipfen. Okay, im ersten Laden war ich nicht fündig. Aber bevor wir jetzt weiter schauen, gehen wir jetzt erstmal was essen, weil Emma hat Hunger und ich auch ein bisschen. Müssen wir mal gucken, was wir holen, ne? Ich bin fündig geworden bei H&M, also zumindest zum Anprobieren. Ich habe jetzt hier vier Teile, eine Hose, ein Jumpsuit und zwei Kleider. Die Hose finde ich eigentlich ganz cool, weil die nicht so eng ist, weil die nicht so kurz ist, meine ich. Aber dafür ist die hier oben, es ist voll eng, deswegen ist die raus, leider, leider. Den Jumpsuit, die hatte ich gedacht mit einem Shirt runter, aber man sieht es halt voll durch. Leider hier ist jetzt das Logo drauf, weil das kein richtig weißes Shirt ist. ja, der ist irgendwie, ja, sitzt nicht, sieht irgendwie beschissen aus und zusammengebunden will ich den nicht und deswegen, ja. Nächstes Teil. Ich glaube, ich habe mein Kleid gefunden. Basic. Aber das bin so ich, das ist so meins. Mit einer schönen Tasche und schönen Schuhen. Mega. Das wird's. Ganz klar. Ganz mein Schatz. Ich hab gerade gesehen, mein T-Shirt hat Flecken. Nein. Und jetzt? Was machen wir jetzt? Fahren wir nach Hause? Ach nee, wir müssen nochmal schnell dann runter in die Kinderabteilung. Und ein paar Sneakersocken für Emma holen. Und ich habe wieder mein White Chocolate Mocha und Emma darf ein bisschen an der Apfelschorle schlürfen. Liebt es. Ja, also ich habe mein Kleid geholt. Dann habe ich Socken. Da. Hier solche kurzen Socken für Emma, damit die bei den kurzen Hosen die langen Socken nicht aus den Schuhen rausholen. Sieht mal komisch aus. Ja, da habe ich die mitgenommen, die fand ich ganz süß. Und dann habe ich noch was mitgenommen. Ich konnte nicht dran vorbeigehen. Und zwar, ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Das ist so ein T-Shirt mit Kleid. Ja, so zuckersüß, das werde ich heute Abend anziehen und ich werde das Kleid heute Abend anziehen für die Geburtstagsparty. Und ja, ich trinke jetzt hier meinen Kaffee aus und dann fahren wir nach Hause, mein Schatz. Und jetzt, back home. Vor gar nicht allzu langer Zeit war eine Biene sehr bekannt. Ich habe jetzt gerade die Ohrringe reingemacht. Das habe ich, glaube ich, euch eben gar nicht gezeigt. Ich war noch bei Bijou Brigitte und habe mir jetzt endlich die Ohrringe geholt, die ich holen wollte, falls mir die Form... Ist egal. Auf jeden Fall habe ich die hier geholt. Und das war jetzt so eine Frimmelsarbeit, weil ich echt noch nicht gut darin bin, Ohrringe anzuziehen. Und die waren halt so, weil die so rund sind, war das echt nicht leicht für mich. Aber ich habe es geschafft. Ich habe es jetzt nur hinten nicht zubekommen. Aber halten ja trotzdem von daher alles gut. Emma ist jetzt gerade noch ein bisschen Banane, bevor wir jetzt gleich fahren. Der Papa ist jetzt gleich da. Und dann geht's los zum Geburtstag. Ich habe jetzt gerade hier die Karte geschrieben. Und dann muss Basti gleich auch nochmal draufschreiben. Und deren Papa, weil wir das zusammen schenken. Ich trinke jetzt noch meinen Kaffee aus und warte auf mein Schatzi. So, ihr Lieben, ich muss jetzt ganz leise sprechen. Die beiden schlafen.
letztendlich. Eigentlich wollte ich jetzt noch das Video schneiden, wenn wir wiederkommen. Also die Feier war sehr, sehr schön. Aber Emma ist auf dem Rückweg für eine halbe Stunde eingeschlafen. Und wir waren um 9:15 wieder hier. Ja, und jetzt haben wir 11:20. Sie ist jetzt gerade endlich wieder eingeschlafen. Es hat sehr, sehr lange gedauert. Und ich bin jetzt auch sehr müde, deswegen werde ich das Video jetzt nicht mehr schneiden. Was mache ich denn morgen? Deswegen sage ich jetzt hier gute Nacht. Hoffe, dass euch dieser Vlog gefallen hat. Und sage ich bis zum nächsten Mal.